Kann ich am Lagerfeuer einfach Fleisch kochen eigentlich? Ja, das sieht nicht so aus. Doch hier, ne? Gegrilltes Fleisch. Da brauchen wir noch drei von. Wo soll ich denn Bäume anpflanzen? Hinterm Haus oder wo? Was willst du denn die Bäume? Ne, oben auf dem Plateau will ich auch machen. Wo wir auch die hier Bäume abhalten. Hier, ne? Genau da oben. Ja. Ich baue mal eine Kiste, dass wir nochmal umräumen können. Ist dann zwar ein bisschen blöd, aber... Ich kann eine Fischerei bauen. Wir machen erst halt eine. Geil, boah, die muss am Strand bauen dann, ey. Oh, oh. Da krieg ich einen Orgasmus hier, leck mich am Arsch. Ja, aber geht der endlich voran, ey. Ich habe nur Erde geschüppt die ganze Zeit. Jetzt sehe ich ja, kaum kommt der Murat und schon lüptert. Ja, sicher, siehst du. Ich voll am Stottern. Ich brauch dich. Oh, Baby, ich brauch dich. Ja. So, ich mach ja, das Loch mal zu, die Kiste stand, ne? So. Ich nehme die Kiste, die stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Ist ja egal, wo die steht, das ist ja nur, um das ordentlich einrichten zu können. Kriege ich sogar alles mit. Ist doch schön. So, Fleisch kommt da auf jeden Fall rein. Eigentlich kann da ja alles Gekochte rein, ne? In den Kühlschrank. Apropos Gekochtes. Das sag ich ja. Ach, ich bin ja doof. Jetzt habe ich das Lagerfeuer angemacht. Ich wollte das doch ins Haus stellen. So sind gepflanzt ein paar. Also ich stelle dir Kisten hin, um da Palp reinzupacken und du hast da alles reingesteckt, nur kein Palp. Was heißt Palp? Diese Stöcker. Warte. Palp, ich meine, hätte ich jede Menge von. Ja, aber du hast die Kisten vollgeknallt, aber nicht damit, sondern nur mit Schrott. Stopper in meinem Inventar. Nee. Ich tu mal ein bisschen noch heute aus. Meine Kiste hier. So, das kommt in den Kühlschrank. Fleisch. Die Bohnen. Tomaten. Das ist gebacken, das ist gebacken. Was habe ich das denn mitgenommen? Ich habe mein T-Shirt ausgezogen. Du hast dein T-Shirt ausgezogen? Also ich will mal gucken, aber dritte Person. Ach so, ja, du kannst ja bei B, bei Inventar, dann kannst du ja aufklappen. Ja, ja, ich habe das aus Versehen rausgenommen. Genau, dann kannst du dich ja ausziehen und anziehen. Kannst dich auch mal noch bearbeiten damit. Mhm.
Wollte ich aber nicht. Das zweite Lager hier bei mir müssen wir auch mit Holz wieder ein bisschen befüllen, aber weil da zum Reparieren, was sonst müssen wir das immer hin und her schleppen. Man auch Leder jetzt, wenn man das, wenn man die Tiere da zerhackt. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwie ein Tier erwische, irgendwie ein Hase oder was, oder ein Elch oder so. Elche sind so schwer, ey, scheiße. Der, mit einem Schuss war der tot. Ah. Boah, krass, ey. Du bist der König. Ich sag jetzt einfach mal, Headshot! Wahrscheinlich habe ich das wegen dem Skillen, dass der einfach mehr Schaden macht oder so. Ich hatte doch da Punkte verteilt. Da war ein Hase. Ich habe dich gesehen, Hase. Ist weg. Ja, ich muss mal gucken, ich will jetzt nicht alle Tiere töten, ne? Das ist auch kacke dann. Elche hatten wir eben genug hier. Da komme ich gar nicht hoch, scheiße. Der Elch ist da oben, ne? Am Plateau. Ja, einen habe ich schon. Oh, das ist ein Fuchs. Meinst du, man kann Füchse essen? Einen Wolf habe ich nicht gekriegt. So, da sind auf jeden Fall noch zwei Elche da. Die können sich auf jeden Fall noch vermehren. Ha, ich habe den Wolf getötet. Dann kriegt man einen Wolf auch. Oh, da ist ein... Die Truthähne, die treffe ich nicht, die sind zu schnell. Wo ist er hin? Kann doch nicht wahr sein, die sind so schnell. Gucken wir mal hier. Elche, Elche, Elche. Wir haben Milliarden Elche. Wahnsinn.
Mann. Das gibt's doch gar nicht. Jawoll, ich hab ihn erwischt. Nach 6 Milliarden Pfeilen habe ich den Elch erwischt. Du, ach du, es gibt keinen besseren als dich, als Jäger. Also wir brauchen mit Sicherheit noch 60 Bäume, die du fällen musst, für Pfeile. Wir müssen noch sehr viel fällen. Hase! Oh, daneben. Ach, scheiße, das habe ich nicht genommen. Gibt's ja gar nicht. Ich treffe die Truthähne ihnen nicht. Oh, scheiß Truthähne, ey. Ich will gern Truthahn haben. Was dafür ist Thanksgiving? Mann! Oh, die laufen nur noch zickzack, die Döven. Die Döven. Ich hab ihn. Ich bringe auf jeden Fall schönes Fleisch zurück. Boah, das erste Dach ist fertig. Leck, oh, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Oh, das ist, glaube ich, falsch. Das ist falsch, ja. Schütze. Oh, sieht schick aus. Weißt du, wie viele Leute ich dafür gebraucht habe? Leck mich am Arsch. Scheinbar viel zu viel. So, einen Hasen habe ich noch einen. Und ich habe nur einen Hasen. Warum haut der Fuchs immer ab, wenn ich dann spann? So gute Ohren haben die gar nicht. Tod an! Ach, scheiß Drecksviecher, ey. Ich dachte, war ein Truthahn, war aber ein Wolf. Dann habe ich ihn doch nicht erschossen. Boah. Den Truthahn mit zwei Pfeilen erlegt. Schön. Boah, jetzt habe ich, glaube ich, genug. Ich habe zwei Elche, einen Wolf, zwei Truthähne und einen Hasen. Ja, Bisons habe ich keine gesehen. Sonst hätte ich da noch einen mit zerlegt. Und einen schönen Ausflug gemacht. Ist doch auch mal was. Oh ja, das Haus ist cool. Ich fange jetzt bei dir oben an. Ja, warte mal, lass mich mal gucken. Boah, weißt du, was geil wäre? Eine Reihe weiter, dass das übersteht ein bisschen. Ich weiß das aber nicht, ob das geht. Funktioniert nicht. Weißt du, du kannst nur aufeinander. Ja. Weißt du, dass an der letzten Reihe hier noch dran wäre, an der dicken. Nee, da geht aber nicht. Hab ich schon versucht. Schade, das wäre cool gewesen. Was du noch machen kannst, ist sowas hier. Von hier unten.
Hast du so ein Vordach, siehst du das? Ja, da sieht der Dach da drüber komisch aus, ne? Warte mal. Wenn du den wegmachst, warte. Da hat die Ecke vom Haus. Doch, dann geht das. Oh ja, das ist cool. Du darfst nur den letzten nicht nehmen, ja, so ist das gut. Okay. Du darfst nur den letzten. Als Eingang, als Vordach. Genau, weil den letzten in der Reihe, wenn du den nimmst, dann. Kannst auch zwei machen. So. Aber sieht scheiße aus. Warte, haben wir Holzsäulen? Nee, das haben wir nicht. Säulen können wir nicht bauen. Wir haben nur die, die ganz. Da sind so viereckige Stäbe, ich weiß aber nicht, wie die aussehen. Wenn du in der Bauanleitung gehst. Warte, hier, guck mal, dann hast du den. Ja, warte, ich guck gerade mal. Hier liegt Holz, ne? Das hab ich, ich brauch das nicht. Weil dann könnte man zwei Dächer machen und. Oh, was aber dick, ey. Na scheiße, aussehen tut das nicht, aber. Und wenn du das jetzt einen weiter vorholst, das Dach, und dann das Ding machst? Was, ein was? Ja, das Dach doch einen weiter vor und die Säulen. Ach dann so, noch einen weiter. Ja, aber ich will jetzt mal abhaken hier, ne? Ja, du machst mich fertig. Mach ich gar nicht. Ich leg dir das Holz da drauf einfach, ne? Dach oben drauf dann flach oder ist da eine Spitze drauf? Spitze. Oh, ich kann, ich gehe mal hier im Berg hoch, ich kann das nicht sehen. Du kannst auch platt machen, du kannst ja auch die erste Reihe da oben wegnehmen. Oh. Nee, das ist ja cool. Nee, ich konnte das nur nicht sehen von vorne. Du kannst das ja auch von innen hohl machen, wenn wir jetzt. Nee, das ist gut, das ist sehr gut, das sieht Bombe aus. Von unten sah es aus, als ob das oben drauf so flach wäre, weißt du? Steh auf dem Dach. Vor, das sieht jetzt aber auch cool aus, das ist gut. Ist ja noch nicht fertig, muss ja noch die Träger machen. Oh, da haben wir das erste geile Haus gebaut hier, ja, super. Ja, und dann sollten wir die anderen Häuser von uns genauso umbauen. Ja klar, dann haben wir halt so ein schönes kleines Dorf, weißt du, das war ja der Plan. Finde ich geil. Das ist da. Vorführhaus für die neuen Einsiedler. Dann fehlt hier an der Tür links und rechts einfach noch eine Lampe zum Beispiel oder sowas, aber gut, die können wir jetzt nicht bauen, ne? Wir haben noch keine Elektrizität. Ja, aber das könnte schon geil werden dann. So. Ja, dann muss ich ja mein ganzes Haus auch wieder einreißen, wa? Du kannst ja zwei Etagen lassen, das ist doch nicht schlimm. Nee, das Holz können wir gebrauchen. Ich mache auch so ein Haus daraus später. Wenn dann einheitlich, das ist ja bescheuert, wenn. Also die Eisbox, die mache ich damit dran. Und dann crafte ich mal die Zwiebeln. Die Metzgerei hast du hier gemacht, ne? Ja. Oh, guck mal, hier ist Fleisch auf dem Tisch. Fleisch auf dem Tisch? Ja, guck mal, das ist voll gut. Ja. Warte, guck mal. Der Fleisch dreht sich und. Finde ich lustig. Was krieg ich denn davon? Ah ne, du kannst nur machen, ich kann davon gar nichts ordern. Aber du bist am Produzieren, ne? Ja. Cool, okay. Ah, den Wolf, da habe ich noch nicht. Okay. Da habe ich noch nicht, muss ich noch weiter erforschen erst. Da ist die Frage, willst du dein Haus so lassen? Und wir machen Dach und dann auch so zwei Pöller, dann hast du ein größeres Haus? Ja, dann mach mal bei mir kein Dach drauf, weil ich weiß noch nicht genau, was wir da machen. Ich habe keine Ahnung. Das können wir erstmal so lassen, das ist halt noch nicht fertig dann. Dann, machst du da die Produktionspoller drum, ist noch in Arbeit. Komm mal kurz raus. Warte, ich wollte die Kiste noch gerade verbinden hier mit dem Tisch. Warte, ich muss die mal umbenennen, weil ich die nicht finde sonst. Das ist dann die Küchenkiste. Oh. Man muss auch schreiben können, ne? So. Ich brauche nur eine Sekunde noch. Speicher. So, wo ist die Küchenkiste? Da. Dann tue ich die nämlich da rein. Dann hoffe ich, dass er die immer da reinpackt, die Felle. Dann haben wir nämlich in dem anderen nur das Fleisch und alles. Okay, wo bist du? Hier, guck mal, hier ist dein Haus. Ja. Hier könnte man noch vom Dingens dann später das Haus direkt neben machen, hier. Ja. Dann hätten wir direkt so quasi eine abgeschirmte
Siedlung. Ja, das stimmt. Dann müsst ihr nur so viel Platz lassen, dass ich weiß nicht, wie breit die Straßen sind. Das war halt ein Block, die Straße, noch ein Block und dann das Haus erst oder so. Wobei das Haus, das könnte man noch hier hinstellen. Hier. Dann haben wir das hier auch trotzdem. Könnte auch das hier alles wegschippen mir und dann noch eins daneben stellen. Oder noch eins, ja, oder so. Boah, dann so eine richtige Allee. Und dann könnte nämlich hier neben noch ein Haus. Hier. Und dann das heißt auf jeden Fall, ein Tag heißt schippen, schippen, schippen. Ja. Ja gut, das kann man da mit und mit ja machen. Das, wie gesagt, brauchen wir nicht das können wir offscreen machen und immer wenn ja. wir nichts anderes zu tun haben oder ein bisschen nur eine 10 Minuten Zeit, dann wird er geschippt. Mhm.